Und das ist er, der DJI Ronin SC2. Von außen eine DJI-typisch schlichte, aber moderne Verpackung, die wir jetzt einmal aufmachen werden. So. Einmal umdrehen. Und hier ist das gute Stück noch nicht. Hier ist es. Durch eine kleine Abdeckung geschützt. Noch die Anleitung entfernen. Und dann sehen wir schon den ganzen Umfang. Hier der DJI Ronin SC2. Ready to use, mehr oder weniger zumindest. Klappen wir auf. Sieht sehr hochwertig aus. Und den legen wir jetzt auch erstmal zur Seite. Haben hier das Stativ, das komplett aus Plastik gefertigt ist, aber trotzdem ziemlich stabil wirkt. Dann die Schnellwechselplatte. Zu der Schnellwechselplatte gibt es natürlich noch eine erhöhte zweite Schnellwechselplatte im Arca Swiss Format, die sich extrem leicht befestigen lässt. Dann haben wir noch einen Haufen Kabel, um die Kamera anzuschließen. Dann finden wir noch eine Objektivstütze, die benutzt wird, um das Objektiv zu entlasten. Und noch eine kleine Tasche mit Zubehör, zum Beispiel eine Schraube oder noch einen kleinen Klettverschluss. Und das war's schon. Wenn ich mich genug mit dem Gimbal auseinandergesetzt habe, werde ich auch nochmal ein detailliertes Review dazu hochladen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr auch gerne abonnieren. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.